Servus miteinander und herzlich willkommen zurück bei Lost Planet. Bei einem Level, der nur aus Bossgegnern besteht. Nur Bossgegner, aber und betoniert mir gleich mal hier eine. Ja, lass mich da rein. Los. Ich musste ja unbedingt Ärger mit der da suchen. Wo ist sie? Da. Die Laser. Ja. Kein Plan, wie ich gegen die ankomme, aber irgendwie wird's schon. Oh oh. Gefahr. Ah, super. Die ballert mich jetzt auch nur noch durch die Gegend. Mhm. That's what I meant. Lad das Ding nach. Was du kann ich schon lange, ey. Vibe. Au. Oh, der Laser haut einen dermaßen weg. Bleib doch einfach da hinten. Da warst du gemütlich. Ja, genau. Ich muss es mit dem MG gegen die antreten. Ist klar, ne? So, Fairness und so. Ja, ist klar, ich hab's verstanden, sie ist scheiße stark und ihr Mech ist meinem völlig überlegen. Krieg ich die damit down? Und so weiter geht nicht. Ich hab sie fast. Wenn ich mich mal auch irgendwie 3 Sekunden bewegen könnte. Ja. Toll, das war jetzt eine Mission erfüllt. Das heißt, ich habe mich jetzt im Prinzip die komplette Mission lang einfach nur mit diesem riesigen scheiß Schneewurm rumgeärgert und am Ende noch die Tusnelda hier zerlegt. Die einfach mal viel besser ausgerüstet, viel schneller, viel tödlicher ist als ich. Ich liebe solche Spiele. Das war jetzt zum ersten Mal eine richtige Schwäche des Spiels, muss ich echt zugeben. Bis jetzt hat es sehr viel Spaß gemacht. Did he get away? I never thought I'd see a match for you. That was too close. Yes, it was. He reminds me of someone. Das ist mir herzlich egal. Then, you agree to our request, Dr. Solotov. Nevik. We both share a common goal. I see no problem with that. We'll be waiting then. With your help, we should make good progress on the Frontier Project. Give my regards to Commander Eisenberg. Eavesdropping. That's not very nice. You're working with Nevik? The Frontier Project is a large-scale undertaking to terraform the planet, making it warm enough for all humans to live comfortably. Terraforming?
It's not possible. I've been looking for ways to warm the planet and to bring hope to the people that live on this rock for a long time now. Nevik and I share that dream. Driving out the Acrid is just a cover, then. You've been lying to Luca and Rick. No. They understand me. You should get some rest. I'll set up tomorrow's route by morning. It's going to be a busy day tomorrow. Wütend. Kann ich verstehen, angelogen werden ist nicht so geil. Mission 4. Begib dich auf den ersten Bergpfad zum Gipfel. Von dort aus findest du den Weg zum nächsten Bereich. Zielort der Berggipfel. Sonstig ist ein falscher Schritt und du stürzt ab. Achte daher auf den Weg zum Gipfel besser auf deine Schritte. Mission beginnen. Mission beginnt mit Gegnerspender. Soweit so innovationslos, aber auch irgendwie funny. Ich habe irgendwas neben mir halb explodieren gehört. Ja. So, dann. Ups. Da sollte ich nicht drunter stehen. Denke ich. Pumpgun. Nervst mich jetzt schon. Lass das. Okay. MG kann ich hier brauchen. Oh, da kriege ich auch Schaden. Super. Gut zu wissen. Ey, ich stelle mich hier gerade an wie ein Anfänger. Also die ganze Folge schon. Was ist das denn? Was ist hier da denn? That was weird. Es regnet gegen. Hat ihr mit Mothra gesagt? Ich glaube, ich sollte hier nicht stehen. Nein, ich sollte hier nicht stehen. Warum müssen diese Viecher hier immer so schlecht gelaunt sein? Ja, so. Aktiviert das Ding mal ein bisschen schneller. Da kommen gerade Gegner links an. Die haben Hunger. Ich weiß gar nicht warum. Haben die Hunger? Essen die nicht? Würden die mich essen? Werde ich jetzt, muss ich jetzt echt in jeder Folge oder in jeder Mission irgendwie mit einer Invasion von diesen Riesenviechern da klarkommen? Okay, das war irgendwie klar. Okay, MG dabei. Ups. Ach, zum Glück darf ich jetzt hier unterirdisch gehen. Ach, lass es gut sein, Junge. Das ist nicht so cool. Ich hau hier ab.
Ach, ich dachte, das geht irgendwie ein bisschen mehr ab. Geht der weg? Das sind viel zu viele. Genervt. Aber nicht mehr lang. Okay. Ah, unendliche Drecksviecherspender über mir. Da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen durch die machen, Eva ist keinen Schaden. Nachdem ich ja im Prinzip einen konstanten Life-Leech habe, geht das auch so eigentlich ganz gut. Irgendwann habe ich auch mal die Gatling leer geschossen. Ja, dürfte dann auch mal zu weit sein. So. Die dicken hier noch. Ah, befriedigendes Gefühl mit der Pumpgun. So, jetzt hole ich mir wieder ein bisschen Leben. Leben. Ist da noch irgendwo so ein Spendedingens? Nö. Hey. Oder, ach, die kommen wohl irgendwie von oben. Naja, ignorieren wir sie einfach mal. Denke ich. Ich ignoriere die jetzt einfach mal. Ich laufe einfach mal weiter, weil sonst werden wir hier ja nicht mehr fertig. Wir wollen ja auch noch irgendwie weiterkommen. Was ist das denn? Plasma-Granate. Ich nehm's mal mit. Kann nicht schaden, neue Bewaffnung dabei zu haben. Was ist das denn? Alter! Er hat mir eine Granate ins Gesicht geschmissen, der Typ. Das hat mal relativ wenig Rückschlag. Ich hab den eben direkt im Gesicht explodieren lassen. Ich denke, dass er dann nicht überlebt. Ich sehe nichts. Ich hoffe einfach nur, dass da irgendwas... Oh, okay. Das erklärt auch, warum der hier unterbrochen ballern kann. Ich will da weg. Ich will da weg. Lass es wieder weg. Hört ja auch mal auf der Seite irgendwie auf, Raketen zu ballern. Das wäre jetzt irgendwie schon mal ganz cool. Zum Glück sind die Typen halt völlig unfähig, was auf was längere Distanzen angeht. Kriege ich da konstant Schaden? Von den Handgranaten habe ich einfach mehr. So, jetzt kommt, glaube ich, noch eine Rakete. Ja, das hat ihn... Oh, shit. Das hat ihn in die falschestmögliche Richtung verschoben, den Typen. Ja, ist gut. Ich sehe ja gar nichts mehr. Ah, jetzt geht... Endlich nervt mich das Mistvieh nicht mehr, hey. So, und jetzt die Typen einer nach dem anderen. Pumpgun? Ja, natürlich. Nehme ich immer gerne. Okay.
Okay, der hat nicht besonders lange ausgehalten. Ah, nein! I'm going on. Ja. Klappe halt. Wo kommt ihr jetzt her? Nicht, dass ihr da wirklich ein Problem mit hättet, dass ihr da euch gegenseitig abknallt. Leute, ihr habt gerade doch irgendwie größere Probleme, oder? Ich sag mal, im Sinne von diese hässlichen Mistviecher hier. Man wird die ganze Zeit durch die Gegend geschüttelt. Der Tanz der Ragdoll. Junge, kümmere dich doch einfach mal um das Drecksvieh. Oder gib die Karre mir. Die Karre mir geben ist natürlich eine valide Möglichkeit, mich ein bisschen zufriedenzustellen. Ja. Okay, einmal durchladen. Wow. Das Ding hat Wurms. Das mag ich. Das kaufe ich mir. Endlich wieder taktische Überlegenheit hier. Okay. Ich schätze aber irgendwie mal, dass ich hier sonst nicht weiterkomme. Aber der dicke Pumpgun ermöglicht es mir, hier doch ganz angenehme Dinge zu tun. Ja. Munition sollte reichen, würde ich sagen, oder? Müsste, könnte, sollte. Das dazu. Kann ich mir nicht wieder den WS suchen? Leute, habt ihr nichts Dümmeres zu tun? Oh, Luftkrack. Flugkrack. Na, das werde ich meiner Frau aufs Brot schmieren hier. Das ist hier Flugkrack in dem Spiel. Weil Kraken cool sind. Alle. Sämtliche Formen von Kraken sind cool. Muss ich jetzt... Wie muss ich das jetzt verstehen? Will mir das Spiel tatsächlich erzählen? Ich sei angehalten, hier jetzt verreck halt endlich hier entlang zu laufen, oder? Sehe ich das falsch? Don't let him escape, du. Oh. Ja, warum wusste ich das? Warum wusste ich auch das? Das war nervig. Naja. Ich würde sagen, lassen wir das. Da machen wir dann beim nächsten Mal. Macht weiter. Macht es gut. Servus.